neuen Video von mir. Heute spielen wir mal wieder FIFA und heute spielen wir Real Madrid gegen Real Sociedad. Und jetzt geht's auch los. Aus dem Santiago Bernabeu melden wir uns heute, liebe Fußballfreunde. Herzlich willkommen zu dieser Partie, die uns natürlich einiges verspricht. Heute freuen wir uns auf das Spiel Real Madrid gegen Real Sociedad. Real Madrid, die galaktischen, die königlichen, eines der besten Teams der Welt und natürlich auch eines der erfolgreichsten. Und ein Team, das es immer wieder schafft, Wolf, aus absoluten Topspielern auch eine Mannschaft zu formen. Das ist nicht nur eine Ansammlung von Superstars, das ist eine echte Mannschaft. Real Madrid ist einer der edelsten Clubs der Welt. Also aber natürlich auch eines der edelsten Stadien der Welt. Das Bernabeu. Der Name reicht schon, um Fußballfans überall auf der Welt in Begeisterung zu versetzen. Eine der schönsten Arenen. Und hier seht ihr jetzt mal meine Aufstellung. Vorne im Sturm Hazard, Benzema und Isco. Und hier seht ihr die Aufstellung von Sociedad. David Silva? Ist der zu Sociedad gewechselt? Als ob, das wusste ich gar nicht. Real Madrid eröffnet das Spiel. Manchester City. Okay. Hazard. Porto. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Jetzt schon nach 2 Minuten. Foul. Groß. Hazard, jetzt vielleicht. Der kommt gut. Benzema. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. So knapp. Das kann doch nicht wahr sein. So knapp. Zu Belgien, ja? Das kann doch nicht wahr sein. Das wäre schon das erste Tor gewesen. Casemiro. Da kann er sich den Ball holen. Gleich der erste Freistoß, das ging schnell. Ja, aber immer jetzt eine gelbe Karte. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, ja, es wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen, ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Groß. Toni Groß jetzt. Boah, ich habe ihn, glaube ich, getunnelt. Sie bieten sich an. Casemiro. Porto. Marcelo. Ares Elustondo. Zaldúa. Okay. David Silva. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Marcelo geht hier dazwischen. Ja, Marcelo, was soll das? Hazard. Ares toll. Elustondo. Toll, toll, toll gemacht, Hazard. Du bist einer der besten Stürmer der Welt und du machst sowas. Gutes Tackling, fair gemacht so und er hat den Ball. Isco. Toll. Ja. David Silva am Ball. Oh, Hazard. Der Ball Hazard ist wieder bei Real. Renn. Gut verteidigt. Also, die Hereingabe abgeblockt. Sekeln. Oh, Marcelo. Hazard bringt den Ball. Oh, Benzema. Und jetzt ein Schuss. Benzema, was soll das? Die Führung sein müssen.
Hat nicht viel gefehlt. Boah. Stell dich mal vor, ihr guckt so ein Fußballspiel an, so fast in der untersten Reihe und dann einfach so Ball voll in euer Gesicht. Nun, David Silva. So, bam! Da kommt der Ball rein. Raus! Aus dem Mikel Oh, zum Glück. Dran, aber zum, der Glück. Ball geht zum Glück. Dieser Abschluss nicht präzise zum genug. Glück ist der Ball nicht reingegangen. Sergio Ramos. Und jetzt die Real. Und nun ein Schuss. Isco! Marcelo meinte ich. Isco hat den noch beinahe reingemacht. Aber trotzdem. Ja, jetzt war ran. Casemiro. Und nun Marcelo am Ball. Marcelo. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Und oh, Benzema. Super gemacht. Oh, der war so knapp. Der war so knapp. Da hat nur so ein bisschen gefehlt. Okay, Kroos macht die Ecke. Isco. Isco! Komm! Oh, Ramos! Du musst doch einfach Einwurf nur einen Real. Schritt nach vorne gehen. Eden Hazard. Hazard, tolle komm, Flanke. Mach. Hazard! Das kann doch nicht wahr sein. Und es ist schon gleich die erste Halbzeit rum. Und steht erst 0-0. Alexander Isak. Jetzt kann er flanken. Jetzt muss. Und er gibt ihn. Er gibt den Schulter. Hä? Als ob das Elfmeter war. Hä? Leute, ich würde gerne mal die Wiederholung sehen. Hier. Wie, wo war denn da bitte schon ein Elfmeter? Okay. Über ja! Gehalten! Ja, und klar, ein bisschen Glück gehört oh, da auch dazu. Oh, danke, 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 Courtois. Der Pass von Groß kommt nicht an. Ball bei David Silva. Da hat nicht viel gefehlt. Ganz knapp drüber. Daran. Oh, Casemiro. Casemiro. Okay. Ramos. Pass. Okay. Und nun Marcelo am Ball. Hallo, was soll das? Oh, 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 pass auf, pass auf, Jungs, pass auf. Okay. Jetzt Sergio Ramos. Okay, Hazard. Jetzt David Silva. Noch ist hier nicht Schluss. Ach, vier Minuten wurden als Nachspielzeit angezeigt. Oh, Benzema, 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 Benzema. Tor, Karim Benzema, kurz vorm Ende. Kurz vorm Ende hat er ihn nochmal reingeschossen. Karim Benzema! Wuhu! Natürlich sowas von in die Karten, aber klasse, dass sie hier bis Ende ist jetzt auch bis noch kurz 10 vor der Pause Sekunden oder so Gas geben und sie werden belohnt. Oh, komm. So, komm. Da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, oh, wie es hier weitergeht. Ah, es gibt 4 Minuten noch. Spielzeit. Da kann ich noch ein zweites Tor schießen. Und nun David Silva. Okay. Ist schon für mega faul ein Tor von Marcelo. Haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Wir hatten uns schon auf die Pause eingestellt. Okay, ich hätte mir das Spiel etwas spannender vorgestellt, aber dass es jetzt bis jetzt so steht, hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist das schon spannend, ein aber neuer Spieler soll frischen Wind in ihr Spiel bringen. Das haben sie auch steht, nötig. Die liegen aktuell hätte ich mir anders vorgestellt. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Luka Modric jetzt. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das macht er gut, er ist wieder im Ballbesitz. Merino. Da kommt der Pass auf außen. Boah, erstmal Tunnel schieben. Die Mitspieler bieten sich an.
Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Na toll, Ecke. David Silva wird den Eckball ausführen. Den Ball hat er nicht voll getroffen. Ja, und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug. Und nun Carvajal. Da verlieren sie den Ball. Ilaramendi. Abseits. Von Abseits. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden... Hey, Foul. Das gibt Freistoß. Isaac, oder? Er zeigt ihm die gelbe Karte. Ja. Foul war es. Und dann geht auch die Karte in Ordnung. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten Williams und versuchen es mitten im Wechsel. Eingewechselt. Toll, Baran, was machst du da? Toll, Baran. Oh, erster Ball. Oh, Casemiro raus. Jetzt Modric. Modric. Oh, Modric. Jetzt in der Anspielstation. Okay. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Passen. Starker Einsatz. Da hat er sich zurückgekämpft und holt den Ball wieder. Was hat das denn für ein Mega-Foul? Muss er runter? Läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Passen. Schussversuch. Oh, er macht oh mein Gott. War und das damit knapp. Fehlt weiterhin ein okay, Tor zum jetzt kriegt Ausgleich. Noch Casemiro gelbe Karte. Klar, ja, kann ich verstehen. Das ist voll das Mega-Foul. Bam. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Oh, gut war. Stark gemacht, das könnte was werden. William Jose. Oh, aber sie können er schießt den erstmal daneben. Der Ausgleich ist machbar, aber dann müssen sie konzentrierter abschließen. Carvajal. Ist gut. Einwurf für Real Madrid. Den Ball wirft er schnell ein. Nacho Monreal. Oyarzabal. Und damit sind sie am Ball. Eigentlich kann er das best. Hazard! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach voll. Die Konzentration. Wenn ich jetzt auch so sage, voll knapp, dann muss ich. Aber der war schon echt knapp. Von oben sah es so aus, als ob der 5 Meter oder so gefüllt über dem Tor war. Saldua. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Aber nicht bei mir. Ich will. Den Ball kann er abfangen. Also ich hätte jetzt, wenn er nur gewechselt, dann und das war's mit dem Angriff. Er fängt den Ball ab. Oh, Isco. Nun David Silva. Ilaramendi. Oh. Aus. José. Da der Platz, jetzt die Flanke. Pass auf, nein, raus. Ah, das musste doch jetzt kommen. Jetzt muss ich aber auch wechseln. Okay, wen haben wir dabei? Okay. Also ich finde, am schlausten wäre jetzt, wenn ich einfach Hakimi durch Isco tausche. Isco kann, glaube ich, eh nicht die Position spielen und Hakimi schon. Es wird jetzt entweder... Ja, diesen Treffer... Macht Sociedad oder ich noch ein Tor oder es geht einfach komplett in die Verlängerung. Einmal frei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Hier also nochmal der Modric. Kopfballtreffer. Was machst du da? Wir wollen doch gewinnen. Überzeugt durch, kommt an den Ball und schon klingelt im Kasten. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Was ist denn für ein Schuss? Und hier nochmal das Tor, Buschi. Wunderbar Tor gemacht. Wir nicht und genau sehen, für diese Augenblicke kommst du ins Stadion. Das war einfach schlecht gemacht von Cuadrado, oder wie er heißt. Die Gäste werden wechseln. Oh. Ganz starke Aktion. Und Carvajal.
Den Ball spielt er raus. Hakimi, erster Ballkontakt. Kann auch ein bisschen tricksen. Aber ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass Hakimi zu Real Madrid gewechselt ist, oder? War doch letztes Jahr noch bei Noch Dortmund, fünf oder? Minuten und das könnte jetzt hier nochmal richtig spannend werden. Sehen wir noch den Lucky Punch. Ja, toll. Ja, Marcelo. Aris Elustondo. Merino. Ilaramendi. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, Nein, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Okay. 4 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Nein. Porto. Dieser Treffer wäre jetzt so wichtig gewesen. In der Tat, und das war auch noch so richtig knapp. Jetzt muss er runter, es war eine Vorsichtsmaßnahme, er hatte schon gelb. Richtige Entscheidung vom Trainer, okay, das Risiko war zu groß, dass er hier vom Platz fliegt. Okay, vielleicht mit etwas Glück könnte ich es jetzt noch schaffen, aber da geht Merino. Aus. Okay, es geht tatsächlich in die Verlängerung. Unentschieden steht's nach der regulären Spielzeit. Okay. Und jetzt läuft die erste Hälfte der Verlängerung. Ein super Trick und der klappt auch noch. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und klasse durchgesetzt. Gutes Tackling auf außen. Ich glaube, ich muss auch gleich einfach mal wechseln. Denn manche Spieler haben kaum noch Energie. Den zum Beispiel Marcelo, der hat kaum noch Energie. Ilaramendi. Ich weiß nicht, ob ich für alle Positionen halt einen Spieler hab, aber man darf hier eh nur 3 Spieler auswechseln in FIFA. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Hakimi, das kann doch nicht wahr sein. Ich nutze jetzt schnell die Auszeit aus und wechsle. Ja, in der Abwehr ja noch alles gut, außer Marcelo halt, der ist am Ende. Okay, wir haben sogar einen Linksverteidiger. Dann mache ich so. Marcelo kommt raus. Und Modric kommt auch raus, auch wenn er so gesagt ein richtig guter Zeit ist. Es bleibt beim Unentschieden, den hat er richtig gut abgewehrt. Jetzt wechselt der Trainer 2 neue Spieler ein. Ich probiere jetzt einfach mal ein Ecktor. Oh. Und diesen Ball, der wäre sogar beinahe drin gewesen von Kroos. Aber der hat doch auch schon mal in der Realität doch schon mal ein Ecktor geschafft, oder? Gegen Real. Der hat doch wirklich schon mal ein Ecktor geschafft. Nacho Monreal. Da zeigt er vollen Einsatz. Er holt sich den Ball zurück. Jetzt oh nein! So, das kann doch jetzt nicht wahr sein! Williams trifft für Sociedad. Das kann jetzt wirklich nicht wahr sein, dass sie jetzt noch hinten liegen. Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Wir er macht haben sein jetzt Tor. Komplett. Real Madrid liegt jetzt also zurück. Euer Sabal. Das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein. Nicht gut vom Verteidiger. Nein, aus. Gut gemacht. Cuadrado. Den Ball aber toll, es gibt eine Minute Nachspielzeit. Toll. Da kann ich ja nichts machen. So, einen Durchgang okay, haben wir noch. Okay, 15 Minuten haben wir jetzt noch, um ein blödes Tor zu schießen. Hätte nur Benzema vorher noch was passiert Tor hier noch? Gemacht. Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. So. Nein. Okay, weg. Und nun Carvajal. Carvajal.
Okay, Carvajal. Jetzt Carvajal, das kann doch nicht sein. Der war Ball ist sein. Draußen. Real jetzt mit dem Einwurf. Nun Hazard. Oh, Hazard. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Ilaramendi. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Wie sollen wir das schaffen? Er bleibt mit einer Zerrung liegen. Nein, abseits. Er hält den Ball fest. Das war wichtig. Jetzt wird es noch mal laut hier im Bernabeu. Okay, Benzema, die Real-Fans machen richtig Lärm. Und mal sehen, ob die Mannschaft dadurch noch mal letzte Reserven mobilisieren Hakimi. Kann. In der Schlussphase das ist kann jetzt hier wirklich die Niederlage. Klar sein. Carvajal. Ashraf Hakimi. Hakimi. Komm bitte, Real. Hakimi. Mache ein Wunderwahr. Und jetzt Chance. Elfmeter. Der Freistoß, klare Sache. Elfmeter, das war doch ganz klar ein Foul. Schiri. Was Nun soll das? Silva. Saldua. Merino. Die restlichen Minuten runter. Toll. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ja, toll. Verloren. Und ja, da ist es vorbei. Da kommt der Schlusspfiff. Niederlage. Bei Williams getroffen hat. So, und das war's, meine netten Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und hier in der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier links und rechts gibt es noch zwei weitere Videos, die euch auch gefallen können. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.